Das Traumschiff schippert nun schon seit den 80ern durch die Weltmeere und begeistert die Zuschauer jedes Jahr wieder mit neuen spannenden Folgen und traumhaften Reisezielen. Am 22. November 1981 stach das Kreuzfahrtschiff zum ersten Mal in See. Ziel damals waren die Bahamas. Wir verraten euch, welche Stars in der ersten Folge mit dabei waren, wie sie heute aussehen und wie es ihnen ergangen ist. Was wäre das Traumschiff ohne Chefstewardess Beatrice? Für die meisten undenkbar. Seit Folge 1 war Heide Keller in der beliebten Rolle zu sehen. Nach mehr als 35 Jahren ging die gute Seele des Schiffs schließlich 2018 von Bord. Sie bleibt unvergessen. Auch Sascha Hehn ist ein Urgestein der Serie. Er war sowohl als Chefsteward Viktor als auch als erster Offizier Stefan Burger mit an Bord. Nachdem er das Schiff 1987 verließ, kam er 2014 als Kapitän zurück. 2018 war dann aber wieder Schluss. Der Schauspieler verließ das Traumschiff endgültig und wurde von Florian Silbereisen abgelöst. Als Kapitän Braske steuerte Günther König das Schiff Richtung Sonne und war damals der allererste Traumschiffkapitän. Leider ging die Reise für ihn nach nur 6 Folgen schon wieder zu Ende. 1998 verstarb der Schauspieler mit 71 Jahren. Neben Beatrice und dem Captain durfte natürlich auch der Schiffsarzt nicht fehlen. Die Rolle des Dr. Jensen übernahm damals Holger Hagen. Allerdings war er nur in 2 Folgen zu sehen. Holger Hagen verstarb 1996 in München. Er wurde 81 Jahre alt. Auch die Passagiere spielen auf dem Traumschiff einen wichtigen Part. Ihre Geschichten machen die Serie nämlich so spannend. Maria Körber reiste als Urlauberin Charlotte Schulz in die Karibik, das aber nicht allein. Walter Richter war als Hermann Schulz, Charlottes Mann, ebenfalls mit von der Partie. Tatsächlich war das Traumschiff vor seinem Tod 1985 seine letzte Produktion. Als Elfriede Stahnke kam Bruni Löbel an Bord. Doch nicht nur das. Abseits des Filmsets war sie mit Schiffsarztdarsteller Holger Hagen verheiratet. Ihre letzte Rolle hatte sie 2006 in Sturm der Liebe. Ursula Monn spielte in der ersten Folge von Das Traumschiff ebenfalls eine Rolle. Dabei blieb es dann allerdings auch. Bis heute ist sie in verschiedenen Filmen und Serien zu bewundern. Schauspieler, Sänger und Schriftsteller Manfred Krug war als Walter Perschmann ebenfalls auf dem Weg auf die Bahamas. Er spielte außerdem bis 2001 im Tatort. 2016 starb der deutsche TV-Star. Mittlerweile haben schon unzählige Stars das Traumschiff besucht und auch in Zukunft dürfen sich die Zuschauer sicher auf weitere unterhaltsame Folgen freuen.